Willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und diesmal stelle ich euch die Gifterbse vor. Ihr habt sie sicherlich, wenn ihr die Videos gesehen habt, schon ein, zwei Mal gesehen bei mir. Allerdings bekommt natürlich auch diese Pflanze ihr eigenes Video, denn die gehört auf jeden Fall immer noch zu einem meiner Lieblingspflanzen. Die ist einfach super mit ihrem Giftschaden. Und allgemein, die Erbsen sind natürlich, die Erbsenkanonen sind natürlich super, super stark. Und dementsprechend auch die Gifterbse. Und mit der habe ich schon die meisten Leute weggeholt. Ich denke, die meisten Kills habe ich mit dieser Pflanze gemacht. Denn, hau ihn weg. Da seht ihr es. Die haut einfach nur rein mit ihrem Flächenschaden dann noch. Ah, shit, ich wollte noch ausweichen. Mit ihrem Flächenschaden, mit ihrem Gift einfach. Du brauchst nur an den Leuten vorbeirennen und die sind automatisch vergiftet. Und ja, das ist einfach super. Ich habe natürlich hier die Pop-Cap, Cappy auf mit den Chili-Schoten an, als Hände. Sehr, sehr cool. Und nochmal so ein Zebra-Tattoo. Mir ist auch gefallen, ich brauche noch ein paar coolere Accessoires für die Erbsenkanonen. Wo ich ja leider auch noch nicht alle habe, da fehlen noch ein paar. Ich hätte so zum Beispiel auch sehr, sehr gerne die Feuererbse, die auch sehr, sehr reinhaut, einfach mit diesem Feuerschaden, den sie macht. Ja. Ich hole den jetzt einfach, weil ich so ein sozialer Kerl bin. War da gerade ein Sargzombie? Nee. Stirb! Stirb, du Schuft! Nein, ich wollte auch noch mal meine Schillet-Bombe wegwerfen, aber... Ah, zu spät gezündet. Ah, du kriegst es zurück. Du kriegst es zurück da auf der Seite. Ist gar kein Problem. Dich mache ich weg. Ah, ich muss die Leute auch noch stumm schalten. Im Moment hört man sie ja zum Glück nicht. Aber wie gesagt, das habe ich schon öfters angesprochen. Hier ist es extrem schlimm in dem Spiel. Es kann extrem schlimm werden. Oh, mal sehen, ob ich was treffe. Leider nicht. Ja, ich würde mich nicht mit mir anlegen wollen. Wo sind sie denn jetzt? Ist hier überhaupt jemand? Einfach reinballern. Wie gesagt, das macht natürlich auch Flächenschaden. Das heißt, wenn ihr auch mal ein bisschen daneben ballert, macht ihr trotzdem Schaden. Und jetzt sollte ich mich aus dem Staub machen. Oder? Kommt da jemand hinterher? Da kommt tatsächlich jemand hinterher. Weg. Nein! Ich dachte irgendwie mit meiner Angsthasen-Taktik könnte ich den irgendwie wegkriegen, aber es war mir nicht vergönnt. Aber direkt wieder reinstürzen in die Action. Wie kommt der denn da oben hin? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Hä? Wie kommt man da oben hin, Leute? Das habe ich noch nie gesehen. Ist der da hochgesprungen mit dem Jetpack oder wie? Oder hä? Wie hat der, das habe ich noch nie gesehen, Leute. Ist ja krass. Komm, bitte, hol weg, schon weg. Ja, Mann. Yes. Ich habe doch jemanden getroffen, oder nicht? Nee, alles klar, alles Einbildung. Ich habe sie zwar getroffen, aber ich glaube nicht gekillt. So, einfach mal ins Grüne geballert. Hinter dir. Ah, shit. Ah, jetzt kommt der Ingenieur. Zum Glück nur der Standard-Ingenieur, aber der haut auch schon ganz gut rein. Da schon wieder! Da oben! Nein! Boah, habt ihr das gesehen? Wie knapp war das denn jetzt? Wie knapp war das? Reiner Jungs, oh Gott, wir werden überrannt. Oh, jetzt kamen sie von allen Seiten. Ich war ein bisschen verwirrt für einen kurzen Moment. Ah, Scheißendreck. Lass mich liegen. Ich komm zurück und feier mein Comeback. Dahin die Chili-Bombe. Trifft sie.
Yes! Wow, 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 da haben wir ein bisschen was weggeholt. Das ist unser, war? Ja, okay. Der ist so in so einer dunklen Ecke. Oh, können wir es schaffen? Wir können es schaffen vielleicht. Jungs! Ah, nein! Das nehmen wir ein. Jetzt nehmen sie es ein. Schnell, schnell. Lass mich spawnen. 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 Ich muss da rein. Meinen Jungs helfen. Hui! Stirb! Ah! Oh shit. Ist hier noch jemand? Hier ist noch jemand drinne. Hilfe! Nein, lass uns das jetzt nicht verlieren. Lass uns das nicht verlieren, Jungs. Ich habe noch einen weggeholt. Nein, das kann nicht sein. Nein, Leute. Wie konnten wir das denn noch verlieren? Wir hatten es doch schon fast. Boah, jetzt kamen die echt mit allen Mann da rein. Ja, wenn die Zombies wollen, dann wollen sie es, wa? Ja, da wollten sie es zu hart für uns. Sie wollten es hart. Hart wollten sie es. Von hinten vielleicht auch, wer weiß. Je nach Belieben, nicht wahr? So. So, Abräumer hier. Sorb der Abräumer. Schieße ich da gegen eine unsichtbare Wand? Ja, anscheinend schon. Oh, die Gift-Erbse haut einfach so mies rein. Oh, jetzt hätte ich meine Chili-Bombe gebraucht. Aber die Tarnüberraschung hat mich leider weggeholt. So, irgendwas müssen wir jetzt machen, ja. Was macht ihr hier? Oh, immer diese Leute, die nur rumstehen, ne? Immer diese Leute, die nur rumstehen. Und dieser Gebirgsjäger, der treibt sich immer irgendwo oberhalb der Map rum, dass er uns schön von oben wegballern kann. Nein, ah, Mist. Jetzt sind nur noch 69% Lebensenergie, das kann ich nicht glauben. Das glaube ich nicht, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Er steht immer noch hier rum. Machst du gut, Junge, machst du gut. So. Hause weg, Hause weg, Hause weg, Hause weg, Hause weg, Hause weg. Yes, noch ein, noch ein, noch ein. Den holen wir noch. Den holen wir noch. Nicht beleben. Doch, hat er. Mist. Ich flüchte, ich flüchte. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein. Boah, jetzt habe ich gar nicht gesehen, von wo die Granate geflogen kam, beziehungsweise die Rakete. Die hat mich ordentlich weggebumst. Das kann man schon mal so sagen. Kann man einfach mal sagen, wie es ist, wa? Nein! Ah, Mann! Kumpel, ich rette dich! Wir Kanonen halten zusammen! Oh, nein! Ich hatte ihn noch fast geholt. Da, hört ihr das? Das ist auch ein Bug. Auch leider ein Bug. Also ein paar Punkte gibt es noch zu verbessern mit einem Patch. Aber bisher haben sie es ja wirklich ganz gut gemacht mit den Patches. Die kamen sehr, sehr schnell. Es kam ja schon relativ schnell nach Release ein DLC, der kostenlos ist auch. Nicht, dass man dann sagen kann, ey, ihr Schweine, ich habe das extra rausgenommen aus dem Spiel, damit wir bezahlen. Wahrscheinlich wird man für den nächsten DLC bezahlen, aber ich tue das gerne. Ich denke, es ist noch nicht zu früh gegriffen. Wahrscheinlich wird sich dieses Spiel in meinen Top 10 des Jahres wiederfinden, weil, ey, ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Bock habt auf so einen chilligen Multiplayer-Shooter, der einfach nur Spaß macht,
dann holt euch das Teil. Ich kann es nur empfehlen, ich werde leider nicht dafür bezahlt. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich dafür bezahlt werden würde. Aber an diesem Status müssen wir noch arbeiten, dass ich bezahlt werde für meine Meinung. wer weiß. Nee, leider nicht. Außerhalb des Schlachtfeldes, außer. So, hier tue ich einfach mal welche rein. Ich habe halt genug davon. Lass es sein. Stirb einfach. Bezogener Erzfeind. Ihr seht schon, also die Gifterbse, die haut wirklich super, super stark rein. Ich glaube, es war auch meine erste Spezialpflanze. Oh, weg. Ich muss ihn töten. Ich habe ihn getötet. Juhu, mit meinem Gift. Wer ist der Beste? Ich bin tot. Scheiße. Ich habe schon 20 Kills. Nicht schlecht. Ey, Sabus. Das hätte ich nicht gedacht von dir. Nee, ich auch nicht. Flieg über den Truck. Oh, das war natürlich super scheiße jetzt.